kommt ihr her? So, und damit nochmal herzlich willkommen zu... Für meine YouTube-Zuschauer nehmen wir natürlich auch wieder auf. Ich komme auch aus der Nähe von Hamburg, aus Lübeck. Ja, ich war mal auf Urlaub in Husum, glaube ich. Husum hat das geheißen. Ja, ja, kann sein. Nordsee? Ja, genau. Husum. Ja. In so einem kleinen Campingplatz. Ah. War aber auch echt schön. Nähe Hansestadt Hamburg. No Jungler. Ach, das merkst du aber früh. F1, ja. Oh, hier ist der Garen schon. Der Garen, der wird sich freuen. Also Garen, wenn du gegen einen anderen Tank auf Top spielst, spielst du mit Garen zuerst auf Black Cleaver, also das schwarze Beil, und wenn du gegen einen Squishy, also gegen einen, was weiß ich, gegen einen schadenmachenden Champion spielst, dann holst du dir Sunfire Cape, also Sonnenfeuer Umhang. Da musst du immer ein bisschen variieren. Ich weiß, gerade am Anfang immer ein bisschen meiden willst, aber das solltest du eigentlich nicht machen. Entschuldigung nochmal, das letzte habe ich nicht verstanden. Ich weiß, ja, dass... am Anfang nimmst du immer dieselben Items, das weiß ich auch, das habe ich auch früher gemacht, aber das solltest du eigentlich nicht, solltest deine Items immer dem Team anpassen, gegen das du spielst. Okay. Also jetzt zum Beispiel Black Cleaver, also das schwarze Beil zuerst. Ja. Ist der Garen hier gerade ein bisschen überfordert, oder? Ja, der Garen scheint allein hier oben top zu sein, das ist natürlich praktisch für uns. Aua. Gut, das ist jetzt nicht selten, aber der steht ja nur am Turm hier herum. Ups. Der beschwert sich bestimmt im Team-Chat, dass er hier alleine gegen zwei spielt. Ja. Ja gut, ist ja nicht nur ein Vorteil, ne? Wir leveln ja ein bisschen langsamer. Oh ja. Nice. Gott, ich hasse es mit Malphite zu lasten, wa? Komm schon, warum laufe ich denn so häufig unter den Tower? Du könntest in den Optionen einstellen, dass der Kreis, in dem dich der Turm angreifen wird, angezeigt wird. Ja. Ah, okay. Also eigentlich kenne ich den die Reichweite ungefähr, nur ich kann dann häufig doch mal vor die Minion Wave, was dann nicht so geil ist. Ja, der Minion Block ist in der neuen Tiefen zum Stehen mal für normal. Hab ich auch öfters. Ich bringe Gerechtigkeit. Ja, meine Fresse. Scheiße. Das ist nicht ganz ungefährlich, wo wir hier stehen. Ah, der wird gleich Stufe 6 sein, das ist nicht ganz so geil.
gerade ein bisschen das Problem, dass ich fast kein Mana mehr habe. Ich müsste eigentlich langsamer back, habe aber noch nicht sonderlich viel Gold. Okay, also ich würde sonst schon einmal zurückgehen. Ja, dann mach mal ein Ding. Oh Gott, Garen ist Stufe 6. Oh, oh. Ja, ich bin gerade auch schon markiert worden. Von Garen. Oh. Nein, bleibst du hier, du Penner. Hast du... Oh, shit. Ging der Dings nicht mehr? Was ging nicht mehr? Mein Flash hatte ich gerade aufgebraucht, um seine Ulti auszureichen. Ah, fuck, ich hätte den Ignite auf ihn setzen können. Nein! Naja, auf jeden Fall muss er zurück. Oh. Den gehe ich auch einmal schnell. Nee, der Garen hat sogar noch einen Support, Teleport. Also, du sagst, ich gehe jetzt erst auf schwarzes Beil, ja? Ja. Zuerst den Hammer, den Phage. Den du dir schon kaufen kannst. Ah ja, sonst den hätte halt ich. Die Komponenten davon. Ah, oh, der Garen ist schon wieder weg. Ah ne, das ist zu teuer. Ja, dann die zwei Komponenten. Ja. Den Stein und das Ding. Ich porte mich mal nicht. So wichtig dürfte das ja jetzt noch nicht sein. Ja, ich hab den auch. Vielleicht brauchen wir mal Hilfe. Ja. Den kannst du jetzt einmal eigentlich zurück. Ja, wenn du vielleicht da bist, geh ich. Da ist er. Ja. Gut, dann hau ich jetzt gleich noch einmal mein letztes Mana raus. Oh, die Wave habe ich mir mal ein bisschen geklaut. Ach komm, das Ding kostet 1200. Kotzwerk. So, komm mal wieder. Schade. Ich bin bereit. BF. Wo ist die BF? Shit. Shit! Also, das große Schwert, Growth War. Oh. Oh. Das hat er gut gemacht, ey. Ich bin auch nochmal zurück. Also warum das denn? Nö, hier, ich hatte gerade noch mal ein bisschen Geld. Achso, na denn. Dann ist ja in Ordnung. Achso, du bist in 5 Sekunden grau, weil du ein bisschen Geld übergehabt hast. Also, ja, okay. Ah ja. So, ich hab ab jetzt auch Ulti. Also. Du hast jetzt erst Ulti? Ja, naja, wir teilen uns halt hier die Lane, ne? Ja, ihr teilt auf die XP dann. Zugegebenermaßen stellen wir uns nicht sonderlich gut an gegen den Garen. Nee, der ist auch nicht, glaube ich, nicht ganz so schlecht. Ja, aber du spielst ja auch nicht so schlecht, Gonji. Ja, aber der ist schon nicht so schlecht. Ja, du bist auch nicht so schlecht. Das war sogar ein Kompliment eigentlich. Ja, danke, danke, danke. Ich war mir nur nicht sicher, ob ich das annehmen kann. Nee, meine Verkassung merkt man recht schön, weil ich lache danach meistens immer so hämisch. Also selbst wenn es ernst gemeint ist, war ich mir nicht sicher, ob ich es annehmen darf. Nö, es war nicht so. Du spielst nicht so schlecht. Ich habe schon schlechtere Garants gesehen als Odin, ja. Also auch auf meiner Elo. Oh. Ah, puh, Alter! Ich habe Ignite noch auf ihn drauf. Ich weiß nicht, ob es reicht. Ne, wahrscheinlich nicht. Leider nicht. Meine Ulti hat leider nicht gereicht. Ich hätte gedacht, mit Viertel Leben kriege ich ihn down. Aber er muss zurück, oder? Ja. Ah, shit, er ist schon weg. Ja, komm.
Aber dem Tower machen wir jetzt ordentlich Damage. Ja. Vorsicht, der wird vermutlich, obwohl, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt sein TP ready hat. Dürfte noch nicht wieder fertig sein, meiner Meinung nach. Aber wir müssen gleich weg, sonst sind wir in der Range. Ja, weg, Gonchi. Oh, fuck. Aua. Nein! Er kommt. Jo. Er dürfte seine Ulti aber auch wieder ready haben. Ja. Gut, die ist aber auch erst so wirklich hilfreich, wenn er, wenn wir auf Half-Life sind. Mindestens. Ja. Ein Stück zurück. Ja. Eingesetzt gehabt. Egal. Stufe 8 ist da. Achso, ich hatte meine Ulti wieder ready, also wenn wir ein bisschen pushen lassen. Ja, oh, Vorsicht. Ja. Kriegt ihr Unterstützung? Oder? Ist die MF-Ball oben? Ja, oder? Ja. Also wenn die so heißt, macht das so sein. Die mit dem Kapitänshut. Ja. Jo. Ist sie. Ja, ich hab über- oh ja. Aua. Gibt's doch noch. Na, nicht zu Akku rein, danke. Nice. Die ist nicht mehr da, die ist wieder hinten. Jetzt noch mal wieder ein Totem. So. Weg ist er. Der Tower ist down. Sehr gut. Läuft ja. Jo. So langsam, ne? Oh, da ist sie wieder. Ja, ja. Eieieiei. Oh, komm mal schnell rauf zu euch. Ja. Wieder in der Tor rein, spannend. Oh. Fuck! Lol, darf man nicht. Vorsicht, achso, ne, ist unser. Scheiße. Wieso scheiße? Ne, ich wurde gerade vom Turm geholt quasi. Mist. Oh, kein Problem. Oh. Alles gut. Timo kam gerade zur Hilfe. Ich werde auch nochmal wieder zurück. Ich habe genug Kohle. Ja, 2500. Ich komme wieder, also alles gut. Ja. Müssen wir uns eh, glaube ich, ein bisschen nochmal kurz zurückziehen. Ja. Also, Bonjo, was ich dir noch sagen wollte, du baust immer zuerst dein erstes Item aus, also dein Black Cleaver, und dann baust du erst die Schuhe, weil bei jedem Spiel, was ich glaube, bis jetzt gesehen habe, hast du dann irgendwann zuerst die Schuhe gebaut vor dem ersten Item. Richtig. Das ist nicht richtig. Nicht die Schuhe zuerst? Nein, immer zuerst das Item, also den Black Cleaver in dem Fall. Und nicht den Hammer zuerst, sondern den Phage Hammer. Nicht den Corefield, sondern den Phage Hammer.
Okay. Phage, aber auf den bin ich gegangen. Nein, du hast ja den Caulfield Kriegshammer gekauft. Den orangen, du sollst dir aber den grünen zuerst kaufen, den grünen. Den Holzhammer, oder nicht? Ja. Das war jetzt mit Absicht, oder? Was? Was hab ich. Das mit den Schuhen. Ich hab doch nicht genug Geld gehabt. Ja, ich hab mir doch. Egal. Ich erkläre das irgendwann nachher nochmal. Ja, genau. Oh, Vorsicht, gerne noch. Ja, warte, ich helfe dir da. Ja, wir müssen ein Stück zurück, glaube ich. Oh. Ich mache halt noch nicht den Überdamage, von daher kann ich noch nicht so gut reingehen. Ne, genau, also wir sollten nicht zu tief gehen, der Timo kam eben schon. Okay. So wie sie gerade stehen, könnte ich mir auch vorstellen, dass die. Obwohl, wir haben ja noch einen dritten gerade. Ja, der Timo ist Mist, der musste irgendwo sein. Da ist die Miss Fortune rechts. Ja. Alles klar, den Blitzcrank interessiert das nicht mal. Oh! Nice. Ah! Vorsicht, unsere Minions sind gleich down. Ja. Ja, fuck. Oh, so dicht? Oh, ich muss mir das vielleicht wirklich mal einstellen. Ulti ist erst in einer Minute wieder ready. Oh, Vorsicht, oh shit. Die, oh, fuck. Ist klar? Ja, ja, geht so. Ja, weg. Alter. Ich glaube, meine Key macht weiter. Die sind jetzt. Viertel des Lebens von einem MF weg. Komm mal, Marco. Warte, komm mal runter. Oh, ja. Shit, die kriegen wir nicht. Ah, wie gesagt, meine Ulti dauert noch ein bisschen sehr lange. Ja, okay. Meine wäre ready, nur. Die ist hier voll Leben. Wobei, die machen hier aus dem Jungle gut Druck. Mama. Schutz der Nation. Ah, den Tower kriegen wir down. Ja. Locker. Schön. Sascha, könntest du mal schnell zurück mitgehen, Bag und mir mal schnell helfen beim Break? Alles klar. Wenn es deine Zeit zulässt. Jo, Mama. Kann ich eben auch nochmal schnell kaufen. So. Dann haben wir jetzt natürlich keine Kohle. Oh, fuck. Ja, ping noch ein bisschen mehr. Ja, das bin ich. sag mal, was sollte ich mir jetzt kaufen? Nennt sich lange. Das schwarze Beil. Ach, das schwarze Beil. Aber das hab ich doch. Ich hab mir doch die Teile dafür gekauft, aber ich hab die Kohle noch nicht dafür. Ich hab alle Teile dafür. Ich hab das Langschwert. Gut, das einzige, was fehlt, ist Rubinkristall. Beziehungsweise ich könnte mir die Farge kaufen. Sehe ich gerade.
Ich brauch noch. Gonchi, du kaufst dir irgendwas anderes. Der Gürtel, den du gekauft hast, den Gürtel des Riesen, der ist nicht in dem alten Gürtel dabei. Das ist. Das mag sein, ja. Okay. Und den Hammer habe ich vorher gemeint, den du jetzt gerade gekauft hast, den grünen Hammer, den Holzhammer, den hast du vor ihm nicht gekauft und das meinte ich. Okay, ja. Aber ich habe trotzdem nicht genug Geld. Ja, ist jetzt auch egal, aber jetzt kannst du auch wieder auf die Länge gehen, aber normalerweise kaufst du dir das Item als allererstes. Das wollte ich dir damit sagen. Dieser Vogelfatzke ist so gut wie down, also. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ja, ich push mal noch die untere Lane ein, vielleicht krieg ich den Turm noch unten. Aber auch Ultimate, falls irgendwas ist. Komm, ernsthaft? So, ich geh mal wieder back auf die Top. Oh, der Garen ist hier bei mir. Uncool. Soll ich entgegenkommen? Wäre gut. Ja. Oh, ich bin zu langsam. Oh, die Ahri kommt hier auch. Nein, jetzt flasht er weg. Schade. So, ja, alles klar. Oh. Schöner Grab. Der Gonji carry wieder mal. Entschuldigung. 1-3 läuft bei dir. Ja, aber ich glaube, ich habe den Kill auch gerade geklaut. Ah, oh, da haben alle drauf gekloppt. Da den Blitzcrank, den kannst du die Kills nehmen, der ist nur Supporter. Der sollte eigentlich keine Kills nehmen. Ich weiß auch nicht, dass sich der kauft. Ach komm schon, da bin ich schon wieder im Tower Range. Oh, das CMF. Oh, Alter, drückt die mit Damage. Scheiß die Wand an. Oh, nein. Fuck. Nein. Oh. Hätte Ulti ready, wenn jemand da in Reichweite kommt? Ja. Das wird gefährlich. Ja, Vorsicht. Bleib nicht ja. Vorsicht, Timo kommt an den Jungle rein. Aber nee, Timo ist hier bei uns. Okay. Oh! Alles klar. Alles klar, da war ein bisschen Damage gedrückt. Geh ein Stück zurück. Ja. Die passen natürlich hier gerade ein bisschen auf. Ah, oh, so ganz gering. Aber nur ein bisschen. Alter, du gehst aber auch offensiv rein, Junge. Ja, ich bin Tank. Oh Gott. Ja, du bist Tank. Oh fuck, 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 fuck. Jetzt kriegen sie mich, glaube ich. Obwohl. Mit Glück. Ich komme hoch, Gonji, lauf in den Fluss rein, lauf in den Fluss rein, in den Fluss. In den Fluss, sorry. Ja, ist egal jetzt. Ja. Ist egal jetzt. Jetzt kannst du jetzt auch deinen Scheiß weitermachen. Sorry, ich komme ja wieder zurück. Jetzt rasieren wir sie. Ich habe die extra so hochgezogen. Ja, klar. Ist so! Level 15 Pro! Nee, ich wäre zu meinem Turm noch gekommen, das hätte ich noch geschafft. Vorsicht, Garen ist im Jungle hinter euch. Also die Queen um einige schneller ist als du, die hätte dich noch. Vorsicht, Vorsicht! Entschuldigung, ich hab dich eben nicht verstanden. Das Problem ist, dass dieser Vogel, die Queen. Die ist schneller als du, wenn sie in der Vogelform ist, die hätte dich locker noch erwischt. Darum habe ich sie auch geultet mit dem Pfeil. Hey, kommt, jetzt lassen wir auch noch ein Stück vom Kuchen. Shit. Oh. Lol. Ui. Ach komm schon. Wieder aufgegeben. Ah ja. Nee, das war kein so gutes Spiel von mir. Schauen wir mal.
Ah, minus. Also Aber das wieder auch gar nur. nicht zu schlimm, meinst du, so viel geht noch? Wie bitte? Ich fand das Game jetzt nicht so schlimm von dir, wie du gerade gesagt hast. Ach so, ja. Das Problem ist, als du halt, du baust halt dann auf Merfet auch World of Ages nicht als erstes, oder hast du das als erstes gebaut? Habe ich so ziemlich als erstes gebaut. Doch, ich habe mir hier ein Itembild wieder rausgesucht und da ist das echt. Obwohl, es ist ein Must-Buy und nicht unbedingt das erste. Ja, gut. Ja, das solltest du als erstes kaufen, weil es halt stackt. Das heißt, für jede Minute, die du im Spiel bist, kriegst du Leben, Mana und Fähigkeitsstärke. Das heißt, das kaufst du dir immer als erstes, also zuerst den Durans-Ring, das stimmt schon, und dann den World of Ages. Okay. Ja. Ja, gut. Aber war ein nettes Game. Ja, auf jeden Fall. Ich werde mal den Gonji online und den Sascha. Ah ja. Freundlich. Genau, freundlich. Na, am Anfang halt. Der Ja, ich. gegnerische Garen hat gar nichts gekauft. Das ist ja auch nicht schlecht. Der hatte nur Black Clover, glaube ich, den schwarzen Pfeil. Nee, der hatte, also eben hat er ja gar nichts zum Schluss. Ja, Gut, der hatte auch im Chat verkauft, aber geschrieben der wie hatte Black Troll. Clover, das habe ich gesehen im Spiel. Ah, okay. Ja, der hat alles verkauft sogar noch. Na gut. Ja, also ich bin jetzt dann auch mal raus, ich muss noch was erledigen. Dito. Genau. Also ich bleib da für meine Twitch-Zuschauer, mache aber auch eine ganz kurze Pause. Ja, gut. Ich verabschiede mich dann auch erstmal. Wünsche noch einen schönen Tag und Alles klar, man hört ebenfalls. sich. Jo, Bis bis dann. dann. Vielen Dank. Tschüss. User disconnected from your channel. Dos Kias, moin moin, grüß dich. Machen eine kurze Pause, 5 Minuten, und dann geht es gleich weiter. Wir hatten gerade zwei Spiele. Und an die YouTube-Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich beende mal die Aufnahme.